Selbstzweifel sind ganz, ganz häufig bei einer Abschlussarbeit vorhanden. Alles andere wäre auch nicht normal. Es ist eine Abschlussarbeit, klar, davor soll man auch Respekt haben. Aber es gibt keinen Grund, auch vor dem Hintergrund des bisher Geleisteten, jetzt auf einmal einzuknicken. Ganz wichtig ist, Studenten auch immer wieder aufzuzeigen, wie man anhand methodisch-wissenschaftlicher, handwerklicher Schritte eine Arbeit anfertigen kann. Bei einer Kritik ist natürlich immer groß die Gefahr, dass man sich persönlich angegriffen fühlt. Und das ist natürlich bei einem Coach anders. Das ist sozusagen ein viel, viel sachlicher, nüchterner Beratungshintergrund und das kann man dann auch annehmen. Die Gefahr der Vereinsamung ist natürlich auch eine ganz, ganz große bei einer solchen Abschlussarbeit. Da ist es für den Coach auch die Aufgabe, das Fachliche, das Methodische der Arbeit zu absorbieren, mit dem Studenten darüber zu sprechen. Also, dass er dann auch wieder befreit ist und offen ist auch für andere Sachen und da auch wieder Kraft sammeln kann. Für den Studenten ist es ein ganz großer Vorteil, dass er auch offen seine Probleme benennen kann. Der Student braucht keine Angst zu haben, dass ich hier etwas benote, beurteile, quantifiziere. Ich versuche so ein bisschen den Navigator zu spielen, den verständigen Leser zu spielen, denn eine gute Abschlussarbeit, die muss sowohl von einem Professor als auch von einem Busfahrer, sage ich mal, verstanden werden können. Hab einfach Mut auch zu der eigenen wissenschaftlichen Anstrengung, ansonsten wäre ihr gar nicht so weit gekommen. Es ist nur noch mal der Abschluss, da musst du dich noch mal ein bisschen zusammenreißen, aber du schaffst es.